Montague Rhodes James, Nummer 13. Gelesen von Alexander Wohnhaas. Unter den Städten Jütlands nimmt Viborg zu Recht einen hohen Rang ein. Es ist der Sitz eines Bistums. Es hat eine stattliche, aber fast vollständig neue Kathedrale, einen reizvollen Garten, einen See von großer Schönheit und viele Störche. In der Nähe liegt Halt, das als eine der hübschesten Gegenden Dänemarks gilt. Und unmittelbar dort befindet sich Finderup, wo Mask Stig am St. Cecilia-Tag im Jahr 1286 König Erik Glipping ermordete. 56 Schläge von eisernen Streitkolben wurden auf Eriks Schädel gezählt, als sein Grab im 17. Jahrhundert geöffnet wurde. Aber ich schreibe keinen Reiseführer. Es gibt gute Hotels in Viborg. Preislers und der Phönix sind alles, was man sich wünschen kann. Aber mein Cousin, dessen Erlebnisse ich Ihnen jetzt erzählen muss, ging zum Goldenen Löwen, als er Viborg zum ersten Mal besuchte. Seitdem war er nicht mehr dort und die folgenden Seiten werden vielleicht den Grund für seine Zurückhaltung erklären. Der Goldene Löwe ist eines der wenigen Häuser in der Stadt, die beim großen Brand von 1726 nicht zerstört wurden, der praktisch die Kathedrale, die Pfarrkirche, das Rathaus und so viele andere, das alt und interessant war, vernichtete. Es ist ein großes Haus aus roten Ziegeln, das heißt, die Front ist aus Ziegeln, mit Korkstufen an den Giebeln und einem Text über der Tür. Aber der Hof, in den der Omnibus fährt, ist aus schwarzem und weißem Holz und einem hübschen Verputz. Die Sonne neigte sich dem Himmel zu, als mein Cousin zur Tür ging, und das Licht fiel vollumfänglich auf die imposante Fassade des Hauses. Er war von dem altmodischen Anblick des Hauses begeistert und versprach sich einen rundum zufriedenstellenden und amüsanten Aufenthalt in einem Gasthaus, das so typisch für das alte Jütland war. Es waren nicht die Geschäfte im üblichen Sinne des Wortes, die Herrn Anderson nach Viborg gebracht hatten. Er war mit Forschungen zur Kirchengeschichte Dänemarks beschäftigt und es war ihm zu Ohren gekommen, dass im Riksarchiv von Viborg Papiere über die letzten Tage des römischen Katholizismus im Land existierten, die vor dem Feuer gerettet wurden. Er beabsichtigte daher, eine beträchtliche Zeit, vielleicht bis zu 14 Tage oder 3 Wochen, damit zu verbringen, diese zu untersuchen und zu kopieren, und er hoffte, dass der Goldene Löwe ihm ein Zimmer von ausreichender Größe zur Verfügung stellen könnte, das sowohl als Schlafzimmer als auch als Arbeitszimmer dienen würde. Seine Wünsche wurden dem Wirt erklärt und nach einigem Überlegen schlug dieser vor, dass es vielleicht das Beste wäre, wenn der Herr sich ein oder zwei der größeren Zimmer ansehe und selbst eine Auswahl träfe. Es erschien eine gute Idee zu sein. Das oberste Stockwerk wurde schnell verworfen, da es zu viel Treppensteigen nach der täglichen Arbeit bedeutete. Im zweiten Stock gab es kein Zimmer mit den genau erforderlichen Maßen. Aber im ersten Stock gab es eine Auswahl von 2 oder 3 Zimmern, die, was die Größe betraf, hervorragend geeignet waren. Der Wirt empfahl nachdrücklich das Zimmer mit der Nummer 17, aber Herr Anderson wies darauf hin, dass dessen Fenster nur die kahle Wand des Nachbarhauses zeigten und dass es am Nachmittag sehr dunkel sein würde. Entweder Nummer 12 oder Nummer 14 wäre besser. Denn beide schauten auf die Straße und das helle Abendlicht und der hübsche Ausblick würden ihn für die zusätzliche Geräuschkulisse mehr als entschädigen. Schließlich wurde Nummer 12 ausgewählt. Wie seine Nachbarn hatte es 3 Fenster, alle auf einer Seite des Zimmers. Es war ziemlich hoch und ungewöhnlich lang. Es gab natürlich keinen Kamin, aber der Ofen war schön und ziemlich alt.
Ein gusseisernes Gebilde, auf dessen Seite eine Darstellung von Abraham, wie er Isaak opfert, und die Inschrift Erstes Buch Mose, Kapitel 22, prangte. Sonst war nichts im Raum bemerkenswert. Das einzige interessante Bild war ein alter farbiger Druck der Stadt, datiert um 1820. Die Essenszeit rückte näher. Aber als Anderson, erfrischt durch ein kurzes Bad, die Treppe herunterging, waren noch ein paar Minuten bis zum Läuten der Glocke. Diese nutzte er, um die Liste seiner Mitbewohner zu studieren. Wie in Dänemark üblich, waren ihre Namen auf einer großen Tafel angezeigt, die in Spalten und Zeilen unterteilt war, wobei die Zimmernummern zu Beginn jeder Zeile eingetragen waren. Die Liste war nicht aufregend. Es gab einen Rechtsanwalt oder Safür, wie die Einheimischen sagten, einen Deutschen und einige Handlungsreisende aus Kopenhagen. Der einzige Punkt, der zum Nachdenken anregte, war das Fehlen einer Nummer 13 in der Aufzählung der Zimmer. Und selbst dies war eine Sache, die Anderson bereits ein halbes Dutzend Mal in dänischen Hotels bemerkt hatte. Er konnte nicht umhin, sich zu fragen, ob die Abneigung gegen diese besondere Nummer, so weit verbreitet und stark sie auch ist, es tatsächlich schwierig machte, ein Zimmer mit dieser Nummer zu vermieten. Er beschloss, den Wirt zu fragen, ob er und seine Kollegen im Beruf tatsächlich viele Kunden getroffen hätten, die sich weigerten, im 13. Zimmer untergebracht zu werden. Er hatte mir nichts über das Abendessen zu erzählen. Ich gebe die Geschichte so wieder, wie ich sie von ihm gehört habe. Und der Abend, den er mit dem Auspacken und Ordnen seiner Kleider, Bücher und Papiere verbrachte, war nicht ereignisreicher. Gegen 11 Uhr beschloss er, ins Bett zu gehen. Aber wie bei vielen anderen Menschen heutzutage war eine fast notwendige Voraussetzung für das Schlafen das Lesen von ein paar Seiten eines Buches. Er erinnerte sich nun, dass das spezielle Buch, das er im Zug gelesen hatte und das ihn im Moment allein zufriedenstellen würde, in der Tasche seines Übermantels steckte, der an einem Haken vor dem Speisesaal hing. Es dauerte nur einen Moment, hinunterzulaufen und es zu holen. Und da die Flure keineswegs dunkel waren, war es nicht schwierig für ihn, den Weg zurück zu seiner eigenen Tür zu finden. So dachte er zumindest. Aber als er dort ankam und den Griff drehte, ließ sich die Tür nicht öffnen. Und er hörte das Geräusch einer hastigen Bewegung von innen. Natürlich hatte er die falsche Tür versucht. War sein eigenes Zimmer rechts oder links? Er blickte auf die Nummer. Es war Nummer 13. Sein Zimmer wäre also links davon. Und so war es auch. Und erst nachdem er einige Minuten im Bett gelegen, seine üblichen 3 oder 4 Seiten seines Buches gelesen, das Licht ausgeblasen und sich zum Schlafen umgedreht hatte, fiel ihm ein, dass es auf der Hoteltafel keine Nummer 13 gegeben hatte. Es aber zweifellos ein Zimmer mit der Nummer 13 im Hotel gab. Es tat ihm ein wenig leid, dass er es nicht für sich ausgewählt hatte. Vielleicht hätte er dem Wirt einen kleinen Dienst erweisen können, indem er es belegt hätte und ihm somit die Gelegenheit gegeben, zu sagen, dass ein wohlgeborener englischer Herr darin 3 Wochen lang gewohnt und es sehr gemocht hatte. Aber wahrscheinlich wurde es als Kammer für Dienstmädchen oder Hoteldiener oder ähnliches genutzt. Schließlich war es höchstwahrscheinlich nicht so groß oder schön wie sein eigenes Zimmer. Und er schaute schläfrig im Zimmer umher, das im Halblicht der Straßenlaterne einigermaßen erkennbar war. Es war ein merkwürdiger Effekt, dachte er. Räume sehen normalerweise in gedämpftem Licht größer aus als in vollem Licht. Aber dieser schien in der Länge geschrumpft und proportional höher geworden zu sein. Nun, Schlaf war wichtiger als diese vagen Überlegungen, und so schlief er ein. Am Tag nach seiner Ankunft machte sich Anderson an die Arbeit im Riksarchiv von Viborg. Wie man es in Dänemark erwarten kann, wurde er freundlich empfangen und ihm der Zugang zu allem, was er sehen wollte, so leicht wie möglich gemacht.
Die ihm vorgelegten Dokumente waren weit zahlreicher und interessanter, als er es überhaupt erwartet hatte. Neben offiziellen Papieren gab es ein großes Bündel Korrespondenz, die sich auf Bischof Jürgen Fries, den letzten römisch-katholischen Amtsinhaber, bezog. Und darin tauchten viele amüsante und sogenannte intime Details des Privatlebens und des individuellen Charakters auf. Es gab viel Gerede in der Stadt über ein Haus, das dem Bischof gehörte, aber nicht von ihm bewohnt wurde. Die Person, die darin lebte, war offenbar ein Skandal und ein Ärgernis für die Reformpartei. Er sei eine Schande für die Stadt, schrieben sie. Er praktiziere geheime und böse Künste und habe seine Seele dem Teufel verkauft. Es war typisch für die grobe Korruption und den Aberglauben der babylonischen Kirche, dass eine solche Viper und blutsaugender Zauberer vom Bischof protegiert und beherbergt wurde. Der Bischof begegnete diesen Vorwürfen mutig. Er beteuerte, dass er alles verabscheue, was mit geheimen Künsten zu tun habe, und forderte seine Gegner auf, die Angelegenheit vor das zuständige Gericht, natürlich das geistliche Gericht, zu bringen, damit man sie bis ins Letzte aufklären könne. Niemand konnte mehr bereit und willens sein als er selbst, Magister Nicolas Franken zu verurteilen, wenn die Beweise zeigten, dass er irgendeines der ihm informell vorgeworfenen Verbrechen schuldig sei. Anderson hatte nicht mehr Zeit, als einen kurzen Blick auf den nächsten Brief des protestantischen Führers Rasmus Nielsen zu werfen, bevor das Archiv für den Tag geschlossen wurde. Aber er erfasste dessen allgemeinen Tenor, der darin bestand, dass christliche Männer nun nicht mehr an die Entscheidungen der Bischöfe von Rom gebunden seien und dass das Bischofsgericht nicht geeignet oder kompetent sei, um eine so ernste und gewichtige Sache zu beurteilen. Als er das Archiv verließ, wurde Herr Anderson von dem alten Herrn begleitet, der es leitete. Und während sie gingen, drehte sich das Gespräch natürlicherweise um die Papiere, von denen ich gerade gesprochen habe. Herr Scavenius, der Archivar von Viborg, war zwar sehr gut über die allgemeine Struktur der Dokumente, die unter seiner Obhut standen, informiert, aber kein Spezialist für die des Reformationszeitalters. Er war sehr interessiert an dem, was Anderson ihm darüber zu erzählen hatte. Mit großer Freude sehe er der Veröffentlichung entgegen, in der Herr Anderson den Inhalt der Dokumente wiedergeben wolle. »Dieses Haus des Bischofs Fries«, fügte er hinzu, »es ist mir ein großes Rätsel, wo es gestanden haben könnte. Ich habe die Topographie des alten Viborgs sorgfältig studiert, aber es ist ein großes Pech. Von dem alten Register des bischöflichen Eigentums, das 1560 erstellt wurde und von dem wir den größten Teil im Archiv haben, fehlt ausgerechnet das Stück, das die Liste des städtischen Eigentums enthält. Aber egal, vielleicht gelingt es mir, es eines Tages zu finden.« Nachdem er sich etwas Bewegung verschafft hatte, ich weiß nicht mehr genau wie oder wo, ging Anderson zurück zum Goldenen Löwen. Zu seinem Abendessen, seinem Patillonsspiel und seinem Bett. Auf dem Weg zu seinem Zimmer fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, mit dem Wirt über das Fehlen der Nummer 13 auf der Hoteltafel zu sprechen. Und dass er sich ebenso gut selbst vergewissern könne, dass die Nummer 13 tatsächlich existierte, bevor er das Thema ansprach. Die Entscheidung war nicht schwer zu treffen. Da war die Tür mit ihrer Nummer. So deutlich wie nur möglich. Und offenbar wurde drinnen gearbeitet, denn als er sich der Tür näherte, konnte er Schritte und Stimmen oder zumindest eine Stimme hören. Während der wenigen Sekunden, in denen er anhielt, um sich der Nummer zu vergewissern, hörten die Schritte auf, scheinbar sehr nah an der Tür, und er war etwas erschrocken, ein schnelles Zischen des Atmens zu hören, als wäre jemand stark erregt. Er ging zu seinem eigenen Zimmer weiter, und erneut war er überrascht, wie viel kleiner es jetzt schien als bei seiner Auswahl. Es war eine leichte Enttäuschung, aber nur gering. Wenn es sich wirklich nicht als groß genug herausstellte, konnte er sehr leicht in ein anderes umziehen.
In der Zwischenzeit wollte er etwas, soweit ich mich erinnere, war es ein Taschentuch, aus seinem Koffer, der vom Träger auf einen sehr unzureichenden Bock oder Hocker an der Wand am anderen Ende des Zimmers vom Bett aus abgestellt worden war. Doch hier geschah etwas äußerst Kurioses. Der Koffer war nicht zu sehen. Wahrscheinlich war er von einigen übereifrigen Zimmermädchen weggeräumt worden. Zweifellos würde er den Inhalt des Koffers im Schrank vorfinden. Doch nein, dort war nichts davon. Das war ärgerlich. Den Gedanken an einen Diebstahl verwarf er sofort. Solche Dinge geschehen selten in Dänemark. Aber irgendeine Dummheit war sicherlich begangen worden, was nicht so selten ist. Und die Zimmermädchen mussten streng ermahnt werden. Was auch immer es war, das er wollte, es war nicht so notwendig für seinen Komfort, dass er nicht bis zum Morgen darauf warten konnte. Und daher entschied er sich, nicht die Glocke zu läuten und die Diener zu stören. Er ging zum Fenster, dem rechten Fenster, und blickte auf die ruhige Straße hinaus. Da war ein hohes Gebäude gegenüber mit großen Flächen kahler Wand. Keine Passanten, eine dunkle Nacht. Und sehr wenig zu sehen. Das Licht war hinter ihm, und er konnte seinen eigenen Schatten deutlich an der gegenüberliegenden Wand erkennen. Auch den Schatten des bärtigen Mannes in Nummer 11 auf der linken Seite, der ein- oder zweimal in Hemdsärmeln hin und her ging und zuerst sein Haar bürstete und später im Nachthemd zu sehen war. Ebenso der Schatten des Bewohners von Nummer 13 auf der rechten Seite. Das könnte interessanter sein. Nummer 13 lehnte sich, wie er selbst, mit den Ellbogen gegen die Fensterbank und schaute auf die Straße hinaus. Er schien ein großer, dünner Mann zu sein. Oder war es vielleicht auch eine Frau? Jedenfalls jemand, der seinen oder ihren Kopf mit irgendeiner Art von Tuch bedeckte, bevor er zu Bett ging. Und, so dachte er, wohl einen roten Lampenschirm besaß, und die Lampe musste sehr stark flackern. Es gab ein deutliches Auf- und Abflackern eines dumpfen roten Lichts an der gegenüberliegenden Wand. Er lehnte sich ein wenig weiter heraus, um zu sehen, ob er mehr von der Gestalt erkennen konnte. Aber außer einer Falte eines hellen, vielleicht weißen Stoffes auf der Fensterbank konnte er nichts sehen. Nun war in einiger Entfernung der Schritt eines Passanten auf der Straße zu hören, und dessen Heranschreiten schien Nummer 13 an seine exponierte Position zu erinnern, denn sehr schnell und äußerst plötzlich zog er sich vom Fenster zurück, und das merkwürdige rote Licht erlosch. Anderson, der eine Zigarette geraucht hatte, legte das Ende auf die Fensterbank und ging zu Bett. Am nächsten Morgen wurde er von dem Zimmermädchen mit heißem Wasser und einem fröhlichen Lachen geweckt. Er riss sich zusammen und sagte, nachdem er die richtigen dänischen Worte überlegt hatte, so deutlich wie möglich: »Sie dürfen meinen Koffer nicht bewegen. Wo ist er?« Wieder lachte das Mädchen und ging weg, ohne eine klare Antwort zu geben. Anderson, ziemlich irritiert, setzte sich im Bett auf, mit der Absicht, das Zimmermädchen zurückzurufen, aber er blieb sitzen und starrte verblüfft geradeaus. Dort war sein Koffer. Stand genau dort, wo er gesehen hatte, wie der Portier ihn hingestellt hatte, als er ankam. Das war ein harter Schlag für einen Mann, der auf seine Beobachtungsgabe sehr stolz war. Wie er ihn am Vorabend übersehen konnte, war ihm unerklärlich. Jedenfalls war er jetzt da. Das Tageslicht zeigte mehr als den Koffer. Es ließ die wahren Proportionen des Raumes mit seinen drei Fenstern erscheinen und bestätigte dem Bewohner, dass seine Wahl doch nicht so schlecht gewesen war. Als er sich fast angekleidet hatte, ging er zum mittleren der drei Fenster, um nach dem Wetter zu sehen. Ein weiterer Schock erwartete ihn. Er musste letzte Nacht seltsam unaufmerksam gewesen sein. Er hätte 10-mal darauf schwören können, dass er am rechten Fenster geraucht hatte, bevor er zu Bett ging. Und hier war sein Zigarettenstummel auf der Fensterbank des mittleren Fensters. Er begann, zum Frühstück hinunterzugehen.
ziemlich spät, aber Nummer 13 war später. Hier standen seine Stiefel noch vor der Tür. Die Stiefel eines Mannes. Also war Nummer 13 ein Mann, keine Frau. Gerade da fiel ihm die Nummer auf der Tür auf. Es war 14. Er dachte, er müsse an Nummer 13 vorbeigegangen sein, ohne es zu bemerken. Drei dumme Fehler in 12 Stunden waren zu viel für einen methodischen, genau denkenden Mann. Also drehte er sich um sicher zu gehen. Die nächste Nummer zu 14 war Nummer 12. Sein eigenes Zimmer. Es gab überhaupt keine Nummer 13. Nach einigen Minuten, die er einer sorgfältigen Überlegung darüber widmete, was er in den letzten 24 Stunden gegessen und getrunken hatte, beschloss Anderson, die Frage aufzugeben. Wenn seine Augen oder sein Gedächtnis nachließen, würde er viele Gelegenheiten haben, dies festzustellen. Wenn nicht, dann wurde ihm offensichtlich eine sehr interessante Erfahrung zuteil. In jedem Fall würde die Entwicklung der Ereignisse sicherlich eine genauere Untersuchung wert sein. Während des Tages setzte er seine Studien der bischöflichen Korrespondenz fort, die ich bereits zusammengefasst habe. Zu seiner Enttäuschung war sie unvollständig. Es konnte nur ein weiterer Brief gefunden werden, der sich auf die Angelegenheit des Magisters Nicolas Franken bezog. Er war von Bischof Jürgen Fries an Rasmus Nielsen. Er schrieb, obwohl wir in keiner Weise geneigt sind, Ihrem Urteil über unser Gericht zuzustimmen und bereit sind, wenn nötig, Ihnen in dieser Sache bis zum Äußersten zu widerstehen, so ist es doch offensichtlich, dass der Grund für die ganze Angelegenheit inzwischen vom Tisch ist, da unser treuer und geliebter Magister Nicolas Franken, gegen den Sie es gewagt haben, einige falsche und böswillige Anschuldigungen zu erheben, plötzlich aus unserer Mitte entfernt wurde. Aber da Sie weiter behaupten, der Apostel und Evangelist St. Johannes beschreibe in seiner himmlischen Apokalypse die heilige römische Kirche unter dem Symbol der scharlachroten Frau, so sei Ihnen bekannt, und so weiter und so weiter. So sehr er auch suchte, Anderson konnte keine Fortsetzung dieses Briefes oder einen Hinweis auf die Ursache oder Art der Entfernung des Streitobjekts finden. Er konnte nur annehmen, dass Franken plötzlich gestorben war. Und da nur 2 Tage zwischen dem Datum von Nielsens letztem Brief, als Franken offensichtlich noch lebte, und dem des Bischofsbriefs lagen, musste der Tod völlig unerwartet eingetreten sein. Am Nachmittag besuchte er kurz Halt und trank einen Tee in Bakelund. Und obwohl er in einem etwas nervösen Geisteszustand war, konnte er nicht feststellen, dass es irgendwelche Anzeichen gab, die ein solches Versagen von Augen und Gedächtnis erklären könnten, wie seine Erlebnisse am Morgen ihn noch befürchten ließen. Beim Abendessen fand er sich neben dem Wirt wieder. »Was«, fragte er ihn nach einigem belanglosen Gespräch, »ist der Grund, warum in den meisten Hotels, die man in diesem Land besucht, die Nummer 13 aus der Liste der Zimmer ausgelassen wird?« Der Wirt schien amüsiert. »Dass Sie so etwas bemerkt haben? Ich habe selbst 1 oder 2 Mal darüber nachgedacht, um die Wahrheit zu sagen. Ein gebildeter Mann, habe ich gesagt, hat mit solchen abergläubischen Vorstellungen natürlich nichts am Hut.« »Ich selbst bin hier auf der höheren Schule in Viborg aufgewachsen, und unser alter Lehrer war immer ein Mann, der sich gegen so etwas stellte. Er ist schon viele Jahre tot. Ein großer, aufrechter Mann war er, der sowohl mit seinen Händen als auch seinem Kopf viel anzufangen wusste. Ich erinnere mich, dass wir Jungen an einem verschneiten Tag...« Hier versank er in Erinnerungen. »Dann denken Sie nicht, dass es einen besonderen Einwand gegen eine Nummer 13 gibt?« unterbrach ihn Anderson. »Ah, sicher. Nun verstehen Sie, ich wurde von meinem armen alten Vater in das Geschäft eingeführt. Er führte zuerst ein Hotel in Aarhus und dann, als wir geboren wurden, zog er nach Viborg hierher, das sein Geburtsort war, und hatte hier das Phönix, bis er starb. Das war 1876. Dann begann ich mein Geschäft in Silkeborg, und erst im vorigen Jahr zog ich in dieses Haus.
Dann folgten weitere Details zum Zustand des Hauses und des Geschäfts, als er es übernahm. Und als Sie hierher kamen, gab es da eine Nummer 13? Nein, nein, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen. Sehen Sie, in einem Ort wie diesem sind es vor allem die Geschäftsreisenden, die wir beherbergen müssen. Und die in Zimmer Nummer 13 unterzubringen, ach herrje, die würden eher auf der Straße schlafen, als ein solches Zimmer zu beziehen. Was mich selbst betrifft, so würde ich mir keinerlei Gedanken machen, welche Nummer mein Zimmer hat, und das habe ich auch meinen Gästen oft genug gesagt. Aber sie bestehen darauf, dass es ihnen Unglück bringt. Sie kennen eine Menge Geschichten darüber, von Männern, die in Zimmer Nummer 13 geschlafen haben und danach nie mehr dieselben waren oder ihre besten Kunden verloren haben oder, solche Dinge eben, sagte der Wirt, nachdem er nach einem treffenden Ausdruck gesucht hatte. »Wofür benutzen Sie dann Ihr Zimmer Nummer 13?«, fragte Anderson, sich der merkwürdigen Anspannung bewusst, die diese Frage bei ihm auslöste und die eigentlich in keinem Verhältnis zu der Bedeutung der Frage stand. »Mein Zimmer Nummer 13? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass es so etwas in diesem Haus nicht gibt? Ich dachte, das hätten Sie vielleicht bemerkt. Wenn es ein Zimmer Nummer 13 gäbe, wäre es neben Ihrem eigenen Zimmer. Nun ja, ich dachte nur... Das heißt, ich bildete mir ein, dass ich letzte Nacht eine Tür mit der Nummer 13 in diesem Gang gesehen hatte. Und wirklich, ich bin mir fast sicher, dass ich recht hatte, denn ich sah sie auch schon die Nacht zuvor.« Natürlich lachte Herr Christensen über diese Vorstellung, wie Anderson erwartet hatte, und betonte mit Nachdruck und vielen Wiederholungen, dass es im Hotel keine Nummer 13 gab und auch vor ihm nie gegeben hatte. In gewisser Weise war Anderson durch diese Gewissheit erleichtert, aber dennoch verwirrt, und er begann zu denken, dass der beste Weg, um sicherzustellen, ob er tatsächlich einer Illusion unterlegen war oder nicht, darin bestand, den Wirt zu sich ins Zimmer einzuladen, um später am Abend eine Zigarre zu rauchen. Einige Fotos von englischen Städten, die er bei sich hatte, boten einen ausreichend guten Vorwand. Herr Christensen fühlte sich durch die Einladung geschmeichelt und nahm sie sehr gerne an. Gegen 10 Uhr sollte er erscheinen. Aber vorher hatte Anderson noch einige Briefe zu schreiben und zog sich zu diesem Zweck zurück. Er schämte sich fast ein wenig, es zuzugeben, aber er konnte nicht leugnen, dass er zunehmend nervös wurde, was die Frage der Existenz von Zimmer Nummer 13 betraf. So sehr, dass er sein Zimmer über die Nummer 11 betrat, um nicht an der Tür mit der unsäglichen Nummer 13 vorbeigehen zu müssen. Er schaute schnell und misstrauisch durch sein eigenes Zimmer, als er es betrat, aber es gab nichts außer diesem undefinierbaren Gefühl, dass es kleiner als gewöhnlich war. Aber dieses Gefühl rechtfertigte nicht den Schrecken und das Klopfen seines Herzens, das er beim Gang auf dem Flur verspürt hatte. Die Frage nach dem Vorhandensein oder Fehlen seines Koffers stellte sich heute Abend nicht. Er hatte ihn selbst ausgeräumt und unter seinem Bett verstaut. Mit einiger Anstrengung verdrängte er den Gedanken an Zimmer Nummer 13 aus seinem Kopf und setzte sich an seine Arbeit. Seine Nachbarn waren ruhig genug. Gelegentlich öffnete sich eine Tür im Flur und ein paar Stiefel wurden herausgestellt oder ein Handelsreisender ging summend vorbei und draußen auf der Straße donnerte von Zeit zu Zeit ein Wagen über die schrecklichen Kopfsteinpflaster oder ein schneller Schritt eilte über den Gehweg. Anderson beendete seine Briefe, bestellte Whisky und Soda und ging dann zum Fenster, um die gegenüberliegende kahle Wand und die Schatten darauf zu betrachten. Soweit er sich erinnern konnte, war Zimmer Nummer 14 von einem Anwalt bewohnt, einem gesetzten Mann, der bei den Mahlzeiten wenig sagte und sich meistens mit einem kleinen Bündel Papiere neben seinem Teller beschäftigte. Anscheinend besaß er jedoch die Angewohnheit, seinem animalischen Temperament freien Lauf zu lassen, wenn er allein war. Warum sonst sollte er tanzen? Der Schatten aus dem Nachbarzimmer zeigte deutlich, dass er es tat.
Immer wieder durchquerte seine dünne Gestalt das Fenster, fuchtelte mit den Armen und ein hageres Bein wurde mit erstaunlicher Beweglichkeit in die Höhe gestreckt. Er schien barfuß zu sein und der Boden war wohl gut verlegt, denn kein Geräusch verriet seine Bewegungen. Rechtsanwalt Herr Anders Jensen, der um 10 Uhr abends in seinem Hotelzimmer tanzte. Das schien in der Tat ein passendes Motiv für ein historisches Gemälde im großen Stil zu sein. Und Andersons Gedanken begannen sich, wie die von Emily in den Mysteries of Udolpho, in den folgenden Versen zu formen. Kein Laut, doch jede Bewegung klar, ein Schattenspiel im Zwielicht gar. Der Anwalt tanzt so fremd und frei, ein Geisterspaß, ein Mysterium sei. Anderson schüttelte den Kopf und lachte leise über seine Einbildung. Es muss die Müdigkeit sein, dachte er. Oder die Eigenart dieses Ortes, die mich beeinflusst. Er wandte sich vom Fenster ab, nahm einen Schluck von seinem Getränk und versuchte, sich auf die banalere Aufgabe zu konzentrieren, seine Papiere zu ordnen. Doch das Gefühl der Unruhe blieb, nagend an den Rändern seiner Gedanken. Hätte nicht in diesem Moment der Wirt an die Tür geklopft, wäre der Leser wahrscheinlich mit einem längeren Gedicht darüber konfrontiert worden. Anhand seines überraschten Gesichtsausdrucks, welcher der Wirt machte, als er den Raum betrat, konnte man erkennen, dass auch Herr Christensen, genauso wie Anderson, etwas Ungewöhnliches an der Atmosphäre des Zimmers auffiel. Aber er machte keine Bemerkung darüber. Andersons Fotografien interessierten ihn sehr und boten Anlass zu vielen autobiografischen Erzählungen. Es ist nicht ganz klar, wie das Gespräch auf das gewünschte Thema Nummer 13 hätte gelenkt werden können, wenn nicht der Anwalt in diesem Moment zu singen begonnen hätte. Und zwar auf eine Weise, die keinen Zweifel daran ließ, dass er entweder äußerst betrunken oder nicht mehr ganz bei Sinnen war. Es war eine hohe, dünne Stimme, die sie hörten, und sie klang trocken und heiser, als wäre sie lange nicht benutzt worden. Worte oder eine Melodie waren nicht zu erkennen. Sie stieg in erstaunliche Höhen und sank dann mit einem verzweifelten Stöhnen herab, wie der Wind eines winterlichen Sturms in einem hohlen Schornstein oder eine Orgel, der plötzlich die Puste ausgeht. Es war ein wirklich schrecklicher Klang, der einem durch die Glieder fuhr und das Blut in den Adern stocken ließ, und Anderson fühlte, dass er, wäre er in diesem Moment allein gewesen, Zuflucht und Gesellschaft in einem anderen Zimmer gesucht hätte. Der Wirt saß mit offenem Mund da. »Ich verstehe es nicht«, sagte er schließlich und wischte sich die schweißbedeckte Stirn. »Es ist grausig. Ich habe es schon einmal zuvor gehört, aber ich dachte, dass es eine Katze war.« »Ist er verrückt?« fragte Anderson. »Er muss es sein. Und wie traurig ist dies. Ein so guter Kunde und so erfolgreich in seinem Geschäft, wie ich gehört habe, und eine junge Familie zu ernähren.« In diesem Moment klopfte es ungeduldig an der Tür, und der Klopfende trat ein, ohne zu warten. Es war der Anwalt in Zivilkleidung und mit zerzaustem Haar, und er sah sehr verärgert aus. »Entschuldigen Sie, mein Herr«, sagte er, »aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie freundlicherweise aufhören würden.« Hier stockte er, denn es war offensichtlich, dass keiner der beiden Anwesenden für die Störung verantwortlich war. Und nach einem Moment der Stille setzte das schreckliche Geräusch wieder ein, noch wilder und grausamer als zuvor. »Aber um Himmels Willen, was bedeutet das?« rief der Anwalt. »Woher kommt es? Wer ist das? Werde ich verrückt?« »Aber Herr Jensen, kommt das Geräusch nicht aus Ihrem Zimmer nebenan? Ist vielleicht eine Katze oder etwas anderes im Schornstein stecken geblieben?« Das war das Beste, was Anderson einfiel. Und er erkannte die Unsinnigkeit dieser Idee, während er sie aussprach.
Aber alles war besser, als dort zu stehen und diesem unheimlichen Geräusch zuzuhören und das breite, blasse Gesicht des Wirts anzusehen, das vor Schweiß glänzte und zitterte, während er die Armlehnen seines Stuhls umklammerte. »Unmöglich«, sagte der Anwalt. »Unmöglich! Es gibt keinen Schornstein. Ich bin hierher gekommen, weil ich überzeugt war, dass das Geräusch von hier kam. Es war eindeutig im Zimmer neben meinem.« »Gab es keine Tür zwischen Ihrem und meinem Zimmer?« fragte Anderson eifrig. »Nein, mein Herr«, sagte Herr Jensen ziemlich scharf. »Zumindest heute Morgen nicht.« »Ah«, sagte Anderson. »Und heute Abend?« »Ich bin mir nicht sicher«, sagte der Anwalt zögernd. Plötzlich verstummte die weinende oder singende Stimme im nächsten Zimmer und man hörte, wie der Sänger schallend vor sich hin lachte. Und dieses Gelächter hatte so etwas Unmenschliches, dass alle drei Männer bei dem Geräusch zusammenzuckten und unweigerlich die Köpfe einzogen. Dann herrschte Stille. »Kommen Sie«, sagte der Anwalt. »Was sagen Sie dazu, Herr Christensen? Was bedeutet dies alles?« »Lieber Himmel«, sagte Christensen, »wie sollte ich das wissen? Ich weiß nicht mehr als Sie, meine Herren. Ich bete, dass ich niemals wieder ein solches Geräusch hören muss.« »Ich auch nicht«, sagte Herr Jensen, und er fügte etwas leise hinzu. Anderson dachte, es klang wie die letzten Worte des Psalters »Ominus spiritus landet dominum«, aber er war sich dessen nicht sicher. »Aber irgendetwas müssen wir tun«, sagte Anderson. »Wir sind schließlich zu dritt. Sollen wir ins nächste Zimmer gehen und nachsehen?« »Aber das ist Herr Jensens Zimmer«, jammerte der Wirt. »Es ist sinnlos. Er ist selbst von dort gekommen.« »Ich bin mir da nicht so sicher«, sagte Jensen. »Ich glaube, dieser Herr hat recht. Wir müssen hingehen und nachsehen.« Die einzigen Verteidigungswaffen, die sofort zur Verfügung standen, waren ein Spazierstock und ein Regenschirm. Die Expedition begab sich in den Flur, nicht ohne zu zittern. Draußen herrschte eine tödliche Stille, aber ein Licht leuchtete unter der nächsten Tür hindurch, und wieder glaubte Anderson, jenen rötlichen Schimmer darin zu erkennen. Gemeinsam mit Jensen näherte er sich ihr. Letzterer drehte den Griff und gab einen plötzlichen kräftigen Stoß. Kein Erfolg. Die Tür blieb fest verschlossen. »Herr Christensen«, sagte Jensen, »würden Sie den stärksten Diener, den Sie im Haus haben, holen? Wir müssen die Sache zu einem Ende bringen.« Der Wirt nickte und eilte davon, froh, dem Ort des Geschehens zu entkommen. Jensen und Anderson blieben draußen und betrachteten die Tür. »Es ist die Nummer 13, sehen Sie?« sagte Letzterer. »Ja, da ist Ihre Tür und da ist meine«, sagte Jensen. »Mein Zimmer hat tagsüber drei Fenster«, sagte Anderson mit Mühe ein nervöses Lachen unterdrückend. »Verdammt, meins auch«, sagte der Anwalt, drehte sich um und sah Anderson an. Sein Rücken war jetzt der Tür zugewandt. In diesem Moment öffnete sie sich und der Schatten eines Arms kam heraus und krallte nach seiner Schulter. Es war nicht viel in dem dämmerigen Licht zu erkennen, aber was immer dort aus der Tür kam, schien in zerfetzte gelbliche Leinen gehüllt, und dort, wo die nackte Haut zu erkennen war, schien sie über und über mit langen grauen Haaren bedeckt zu sein. Anderson schaffte es gerade noch rechtzeitig, Jensen außer Reichweite zu ziehen, mit einem Ausdruck des Ekels und der Angst auf dem Gesicht, als die Tür sich wieder mit einem lauten Getöse schloss und ein heiseres Lachen zu hören war, das von allen Seiten wiederzuhallen schien. Jensen hatte nichts gesehen, aber als Anderson ihm eilig erzählte, welcher Gefahr er gerade entkommen war, geriet er in große Aufregung und schlug vor, dass sie sich aus dem Unternehmen zurückziehen und sich in einem ihrer Zimmer einschließen sollten. Während er diesen Plan entwickelte, trafen der Wirt und zwei kräftige Männer am Tatort ein. Alle wirkten sehr ernst und alarmiert. Jensen empfing sie mit einer Flut von Beschreibungen und Erklärungen, die sie keineswegs zum Kampf ermutigten.
Die Männer ließen die Brecheisen fallen, die sie mitgebracht hatten, und sagten rundheraus, dass sie in dieser Teufelshöhle nicht ihren Hals riskieren wollten. Der Wirt war elend nervös und unentschlossen, denn er wusste, dass sein Hotel ruiniert wäre, wenn diese unheimliche Bedrohung nicht beseitigt würde. Jedoch wollte er sich ihr nur ungern selbst stellen. Glücklicherweise fand Anderson einen Weg, die demoralisierte Truppe wieder aufzurütteln. »Ist das«, sagte er, »der sprichwörtliche dänische Mut, von dem ich so viel gehört habe? Es ist kein Deutscher drinnen, und selbst wenn, sind wir 5 gegen 1.« Die beiden Diener und Jensen wurden durch diese Worte in Aktion versetzt und stürmten auf die Tür zu. »Stopp«, sagte Anderson, »verliert nicht gleich den Kopf. Herr Christensen, Sie bleiben hier draußen und geben uns Licht, und einer von euch beiden bricht die Tür auf und geht nicht hinein, wenn sie nachgibt.« Die Männer nickten, und der Jüngere trat vor, hob sein Brecheisen und versetzte der oberen Türverkleidung einen gewaltigen Schlag. Das Ergebnis war überhaupt nicht das, was sie erwartet hatten. Es gab kein Knacken oder Reißen von Holz. Nur ein dumpfes Geräusch, als ob die massive Wand getroffen worden wäre. Der Mann ließ sein Werkzeug mit einem Schmerzensschrei fallen und begann, sich den Ellbogen zu reiben. Sein Schrei lenkte ihre Blicke für einen Moment auf ihn. Dann sah Anderson wieder auf die Tür. Sie war verschwunden. Die verputzte Wand des Flurs starrte ihm entgegen, mit einer klaffenden Wunde, wo das Brecheisen sie getroffen hatte. Die Nummer 13 gab es nicht mehr. Für einen Moment standen sie regungslos da und starrten auf die leere Wand. Ein früher Hahn im Hof unten krähte, und als Anderson in die Richtung des Geräuschs blickte, sah er durch das Fenster am Ende des langen Ganges, wie der östliche Himmel zu dämmern begann. »Vielleicht«, sagte der Wirt zögernd, »möchten die Herren heute Nacht ein anderes Zimmer haben, ein Doppelzimmer?« Weder Jensen noch Anderson waren diesem Vorschlag abgeneigt. Sie wollten nach ihren jüngsten Erfahrungen lieber zu zweit nächtigen. Als jeder von ihnen in sein Zimmer ging, um die Sachen zu holen, die er für die Nacht brauchte, war es praktisch, wenn der andere mitging und die Kerze hielt. Sie bemerkten, dass sowohl Zimmer 12 als auch Zimmer 14 3 Fenster hatten. Am darauffolgenden Mittag versammelte sich dieselbe Gruppe in Zimmer 12. Der Wirt war natürlich bestrebt, keine fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, und dennoch war es unerlässlich, dass das Rätsel um diesen Teil des Hauses aufgeklärt wurde. Dementsprechend waren die beiden Diener überredet worden, die Funktion von Zimmerleuten zu übernehmen. Die Möbel wurden beiseite geräumt, und auf Kosten vieler unwiederbringlich beschädigter Planken wurde der Teil des Bodens entfernt, der sich am nächsten zu Zimmer 14 befand. Natürlich werden Sie jetzt annehmen, dass ein Skelett, sagen wir das von Magister Nicolas Franken, entdeckt wurde. Das war jedoch nicht der Fall. Was Sie zwischen den Balken, die den Fußboden stützten, fanden, war eine kleine Kiste aus Kupfer. Darin befand sich ein ordentlich gefaltetes Pergamentdokument mit etwa 20 Zeilen Text. Sowohl Anderson als auch Jensen, der sich anscheinend mit Paläographie auskannte, waren von dieser Entdeckung sehr aufgeregt, da sie versprach, den Schlüssel zu diesen außergewöhnlichen Phänomenen zu liefern. »Ich besitze eine Kopie eines astrologischen Werkes, das ich nie gelesen habe. Als Frontispiz hat es einen Holzschnitt von Hans Sebald Beham, der eine Reihe von Weisen darstellt, die um einen Tisch sitzen. Dieses Detail könnte Kennern helfen, das Buch zu identifizieren. Ich selbst kann mich nicht an den Titel erinnern, und es ist momentan nicht griffbereit.« Aber die Vorsatzblätter sind mit Schrift bedeckt, und während der 10 Jahre, in denen ich das Buch besitze, konnte ich nicht feststellen, in welcher Richtung diese Schrift gelesen werden sollte, geschweige denn, in welcher Sprache sie verfasst ist. Ähnlich war die Lage von Anderson und Jensen nach der langwierigen Untersuchung des Dokuments in der Kupferkiste.
Nach 2 Tagen der Beratung wagte Jensen, der der kühnere Geist von beiden war, die Vermutung, dass es sich bei der Sprache entweder um Latein oder Altdänisch handelte. Anderson wagte keine Mutmaßungen und war bereit, die Schachtel und das Pergament der Historischen Gesellschaft von Viborg zu überlassen, um sie in ihrem Museum auszustellen. Ich erfuhr die ganze Geschichte von ihm ein paar Monate später, als wir in einem Wald in der Nähe von Uppsala saßen, nach einem Besuch in der dortigen Bibliothek, wo wir, oder vielmehr ich, über den Vertrag gelacht hatten, durch den Daniel Saltenius, im späteren Leben Professor für Hebräisch in Königsberg, seine Seele an Satan verkaufte. Anderson war nicht wirklich amüsiert darüber. »Junger Idiot«, sagte er. Und meinte Saltenius, der noch ein Student war, als er diese Dummheit beging. Wusste er denn nicht, in welche Gesellschaft er sich damit begab? Und als ich die üblichen Überlegungen vorschlug, brummte er nur mürrisch. Noch am selben Nachmittag erzählte er mir die ganze Geschichte, die Sie nun von mir erfahren haben. Aber er weigerte sich, irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen oder jenen Gedanken zuzustimmen, die ich dazu äußerte. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr die Arbeit dieses Kanals finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf meine Patreon-Seite oder sendet mir ein kleines Trinkgeld per PayPal. Das würde mich sehr freuen. Bis demnächst zu einer spannenden Geschichte auf meinem Kanal.